Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Split Seconds zur Folge 3. Wassermarsch haben wir schon einst mal angespielt, bevor meine PlayStation 3 den Geist aufgegeben hat, aber jetzt die neue, die lässt sich nicht so einfach platt machen. Deswegen gehen wir direkt in die Folge und das gibt natürlich wieder ein richtig schönes kleines Intro-Filmchen. Bis gleich. In der heutigen actiongeladenen Folge regnet es Feuer vom Himmel, denn es kommt der Luftangriff. So, den Luftangriff kennen wir natürlich schon. Zum einen haben wir am Ende der letzten Folge es ja so einmal gespielt und zum anderen haben wir die Folge ja schon mal ansatzweise durchgespielt. Die letzten zwei Rennen habe ich, glaube ich, nicht mehr gespielt. Aber dennoch sind die Rennen natürlich geil, ne? So, gehen wir gleich mal rein. Und außerdem haben wir es nicht gespielt mit dem Cobretti GSRS, denn den haben wir das letzte Mal freigespielt und der sieht verdammt gut aus. Und von den Werten her ist der, glaube ich, gerade auch das geilste Auto. Und das schön in Ozeanblau. Da lässt man sich doch gerne in die Luft jagen, oder? Ein Wagen in Ozeanblau und dann richtig schön in einem Flammenmeer der Hölle unterzugehen. Das ist reine verbale Poesie, die ich hier gerade von mir gebe. Und das werden wir jetzt noch transferieren in die optische Poesie mit diesem Rennen. Okay, es geht los. Rennen kennen wir. Es geht los. Hafenbrücke. Oh, es ist aber auch eine Augenweide, das Ding. So, let's go. So, und diese Hafenbrücke kennen wir ja schon. Die kann man in Schutt und Asche legen. Das werde ich diese Runde mal probieren. Weil es einfach geil ist. So. Ich meine, manchmal ist es auch einfach geil, ne? Da fragen einen Leute, ey, warum liebst du es, Sachen kaputt zu machen? Weil es halt einfach geil ist. So, boing. Jawohl, ja. Wilding kriegt auf den Deckel. Ja, und die ähnliche Strecke kennen wir auch schon. Hier rechts, dieses schöne Schiff, das lässt sich für einen schönen Schabernack nutzen. Oh, die Karre driftet gut. Die driftet gut, die gefällt mir. So, aber das gibt's doch nicht. Warum seid ihr schneller als... Achso, er hat den gleichen Wagen. Das geht natürlich so nicht. So, wir nehmen mal Draft-Punkte ein paar mit. Achtung! Oh, oh. Alter. Hätte ich mir beinahe selber reingesammelt. Und nimmst du die Abkürzung, dann bleibe ich an dir dran. Er nimmt sie. Okay. Glück gehabt. Oh, das haben aber viele ausgenutzt. Und er hat sich damit auf den ersten Platz vorgekämpft. Verdient! Nein! Ja gut, den kannst du so einfach nicht platt machen. Der hat natürlich extrem viel Stärke, haben wir ja gerade gesehen. Das ist jetzt eigentlich unser größter Kontrahent. Das hatten wir übrigens letzte Mal nicht. Oh, aber wenn man ihn wirklich genau trifft, dann hat er auch keine Chance. Aber richtig schön zerschellt. Okay. Was willst du denn jetzt hier? Guck mal, habe ich auch. Zack. Volle Möhre zersammelt. Tja, und das Schiff, so geil es auch aussieht, hat er leider etwas zu früh benutzt, ne? Oh! Das war knapp. Den hätte ich beinahe nicht gesehen. Gott, jetzt geben sie mir aber richtig Saures hier vorne. Los, jawoll. Aber das Timen der Powerplays, das haben sie hinten noch nicht so richtig raus. Aber ich glaube ganz ehrlich, das ist auch der Schwierigkeitsgrad. Der wird natürlich irgendwann anziehen. So, jawoll. Schön rechts bleiben. Boah. Knapp. Verdammt knapp. So, wer benutzt? Ich benutze es nicht. Genau, irgendein Trottel wird es schon benutzen. Und? Ich hab gesagt, irgendwer wird es benutzen. Kann ich mir das aufheben? So, jetzt dafür will ich es mir aufheben. Geil! Das ist doch einfach geil! Ist doch aber auch geil! Auch wenn ich es nicht hinkriege. Das war ein Eigentor, ey. Das war ein Eigentor. Aber was für eins. Oh, Abkürzung ist offen. Okay, nehmen wir... Okay, dann nicht. Scheiße. Da habe ich mir das Powerplay aber schön selber reingejagt. Das könnte natürlich jetzt das Ende gewesen sein. Vom 1. auf den 5. So schnell kann es gehen, ne? Einen so einen ordentlichen Konter abgekriegt. Ein Konter von mir selbst.
War mir gerade so einfach. Fuck, ey. Jetzt muss ich aber langsam... Können die sich auch mal gegenseitig ein bisschen battlen? Mit der Abkürzung am Ende. Das könnte ich noch schaffen. Mindestens Dritter. Komm, mindestens Dritter. Komm. Oder ihr schießt euch da vorne nochmal ab. Das wäre doch mal was. Naja, ich heb mir das für die Abkürzung auf. Und er nimmt sie, oder? Nimmt er sie? Nein, er nimmt sie nicht. Dann nehmen wir sie. Dafür haben wir es aufgehoben. Dafür nehmen wir es. Ihr könnt gerne mit. Könnten nochmal Glück haben. Könnten nochmal Glück haben. Ein Powerplay dürfen wir noch nutzen. Und zwar jetzt. Yes! 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 Es hat funktioniert. Bis zur letzten Sekunde ausgeharrt und die Explosion hat ihn einfach völlig zerledert. Oh Gott, ist das genial, dass das noch geklappt hat. Okay. Geil. Auf ins nächste Event, würde ich mal sagen, ne? Alter, und vom Punkten her haben wir schon das Ende hier freigeschaltet. Sehr schön, aber das machen wir natürlich nicht, ne? Machen wir nicht. Wir wollen... Also das Spiel will ich wirklich 100% durchspielen. Also alles mindestens auf dem dritten Platz. Wenn es geht. Wenn es dann irgendwo an Punkten hapert. Ich werde jetzt nicht irgendwie ein Rennen x-tausend Mal fahren, nur damit ich alles... Wir wollen es durchspielen. Durchspielen und wenn es geht, jegliche Rennen mindestens auf dem dritten Platz. Denn es ist auch einfach geil, ne? Die inszenatorische Fähigkeit, was die hier so an den Tag gelegt haben, die Entwickler, das ist wirklich saugut gemacht. Ach, da muss ich immer wieder sagen, das fehlt mir so ein bisschen auf der PS4. Da haben sie sehr viele realitätsnahe, ich will jetzt nicht Simulation sagen, aber Rennspiele im Petto, aber so die Arcade Racer, da finde ich jetzt die alte... Oder die Idee. Das ist ja schon die alte. Das ist ja schon noch älter als alt. Manchmal die letzte, ach wie auch immer, Konsolengeneration. Ob die Wii U mit Mario Kart 8 oder jetzt hier die PS3, die haben ja auch so, so viele geile, ne? Sonic Racer, dann dieses All-Star Racer, oh oh. Und hier Split Second Blur und sowas. Ist halt einfach hammergeil. Haben sich leider nicht gut genug verkauft. Tja, Leute, weil ihr es nicht gekauft habt. So. Und ich damals auch nicht, weil ich es mir lieber in der Videothek geholt habe. So, und er benutzt es. So, es geht hoch, sehr gut. So, Powerplay benutzt. Yes. Einen hat es völlig zerdrückt. Und zack, den da vorne, den müssen wir jetzt einfach mal ein schönes Taxi im Weg räumen. Alter! Da wollte er mich einfach wegrammen. Wollte er nicht nur machen, hat er auch gemacht. Böse, böse. Irgendwas explodiert da gerade. Irgendwas ist da gerade richtig böse explodiert. Es hat richtig, richtig dumpf gedröhnt im Kopfhörer. Na gut. Achtung. Bam. Der hat gesessen. Hat gesessen, aber leider nicht so viel gebracht. Also wirklich ein hammermäßiger Wagen hier. Hält aber aus da vorne. Aber man kriegt leider nicht so viel Driftpunkte. Das geht mit den anderen Wagen dann ein bisschen schneller vonstatten. So, Powerplay benutzt, aber Power doch hat noch gefunzt. Da kam er noch ins Straucheln. Komm, nehme ich mit. Oh, ganz knapp. Okay, let's do it. Achtung! Seid ihr bereit für den ultimativen Schiffsunfall? Yes! Jawohl, ja! Da ist es! Zu geil! Einfach zu geil! Leider hat es nicht viel gebracht. Sieht einfach nur geil aus. So, und da mal gleich wieder was. Jetzt gibt's auf den Deckel, Leute. Jetzt gibt's auf den Deckel von allen Seiten. Bringt nur leider nichts. Fuck. Da habe ich mich verdriftet. Aber es hat beide vorne weggesammelt. Das war geil. Ich war es nur nicht. Irgendwer anders hat mir hier einen sehr guten Pfeil getan. Okay. Letzte Runde. Jetzt muss ich ein bisschen coole Nerven behalten. Da drückt er
ganz knappe Kiste. Na los, jag's hoch. Jawohl, ja. Das war klar. Und? Die Abkürzung nehme ich. Oder nimmst du sie? Nehme ich sie. Alles klar. So, kommt, mach hoch. Zieh hoch die Brücke. Jetzt in der finalen Kurve, jetzt die Nerven behalten. Ich hoffe, der haut das Ding jetzt nicht runter. Macht er nicht. So, geil. Sehr, sehr geil. Ah, der Wagen fährt sich wirklich Butter. Der Wagen ist richtig gut. Meine Fresse, der fährt sich wirklich wie Sahne. Also für diese Überholmanöver da mit dem Truck, da würde ich ihn vielleicht nicht nehmen, da, obwohl. Vielleicht doch. So, Eliminator als nächstes. Gerade mit dem Wagen. Das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. Wassermarsch, warum heißt das eigentlich Wassermarsch? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Nur weil das Schiff da reinfährt? Nur weil der da reinschifft? Wo ich gerade wieder bei Need for Speed Shift wäre, ne? Also es liegt noch hier. Ich bin gerade bei Aufnahme Part 32 oder so. Ja, ich werde es auf jeden Fall durchspielen, aber ich brauche erstmal so eine Pause. Also wenn Spiele so extrem lang sind, braucht man einfach eine Pause. Ich meine, da kannst du jetzt auch nicht so ein Skyrim jeden Tag eine Stunde spielen. Ich glaube, das wird auch irgendwann. Also ich nicht. Das hier ist einfach so das Call of Duty der Rennspiele, ne? Ist halt so. Das geht einfach weg wie Sahne. Das ist auch nicht allzu lang. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Alter, von allen Seiten. Nichtsdestotrotz liebe ich natürlich Need for Speed Shift. Und werde es durchspielen. Ich werde es durchspielen. Shift 2. Shift 1 habe ich ja schon längst durchgezockt. Ah. Oh, da kam es gerade. Habt ihr das gesehen? Da hätte ich die Strecke etwas umstrukturieren können. Habe ich leider ein bisschen verpennt. Alter, jetzt habe ich aber ordentlich reingesemmelt. Und da habe ich verdammt... Oh, das wird nichts für mich. Okay. Das wird nichts für mich. Das schaffe ich nicht. Alter. So, Achtung, Schiff kommt. Ich hoffe, die da vorne, die drei, kann ich jetzt ein bisschen beiseite räumen. Jetzt haut der mir ja noch eine rein. Das war ganz knapp. Und? Yes! Einen haben wir damit weggebraten. Sehr gut. Und hepp! Aber er ist immer noch vor uns. So, und yes! Graham, oder wie auch immer er hieß. Na, yes! Moore kriegt auch noch eine drauf. Und damit haben wir uns auf die erste Position gemogelt. Alter, das ist aber auch ein Geschwindigkeitsgefühl. Alter, das Spiel läuft doch echt mit 60 Bildern, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mit ganz flüssigen 30. Aber da habe ich auch nie nachgefragt. Ich meine, es läuft einfach. Es ist einfach optimal optimiert für diese Konsole. Digga. Ah, bin ich scheiße gedriftet. Oh, ne. Das muss ich mitnehmen. Nimm ich mit. So, das war es leider für ihn da hinten. So, zack. Jawohl. Eine reingedrückt. Nee. Keine reingedrückt. Taxi. Ich sage immer Taxi. Ich glaube, das ist hier gar kein Taxi. Aber, das ist aber... Achtung, Taxi. Alter, hier hoppelt's. So, es geht nur noch um mich und den anderen Typen da hinten. So, okay, noch 8 Sekunden. Ich sehe ihn erstmal nicht. Komm. Yes, der ist weg. Der ist weg vom Hocker. Das Ding ist gewonnen. Ah, es ist wirklich eine Genugtuung hier. Es ist wirklich, also... Die Entwickler schaffen es, einem so zu suggerieren, dass man sich den Sieg erarbeitet hat. Es ist wirklich ein Battle-Modus hier, richtig geil. Der Cupretti Nero GT400 gehört jetzt uns. Und wollen wir mal gucken, wo wir den jetzt benutzen werden. Vorausgesetzt, er hat gute Werte, ne? So, Flughafen. Luftangriff. Okay, rein in die gute Stube.
Drift Stärke? Wie viel Stärke hat er denn? Nö, ich nehme den hier nochmal. Der hat mehr Stärke. Dann nehme ich nochmal unser kleines Panzer-Batmobil. Denn auf der Strecke, wenn ich da ein bisschen langsamer fahre, muss ich da, glaube ich, nicht so viel driften. Und da komme ich dann doch relativ gut um die Kurven. Und vor allem, wenn ich dann doch mal so eine Rakete direkt auf den Deckel bekomme, dann ist es nicht ganz so schlimm. So, die Annahme. Luftangriff. Okay, let's go. Da, der ultimative Feind. Der sieht auch so ein bisschen aus, der Helikopter, wie der Helikopter von Command & Conquer. Welcher war denn das? Generäle oder so? So, okay. 2000 Punkte brauchen wir schon mal, um hier den ersten Platz gut zu machen. So, okay. Es geht los. Mögen die Spiele beginnen? Okay. Na, da hat er aber nochmal schön nachjustiert, ne? So, ich würde mal sagen, wir kürzen durch die Tanke ab, oder? Oh, das war schlecht, oder? Alter Latz. Alles klar. Multiplikator auf 2 gesetzt. Jetzt möglichst nicht drauf gehen. Sehr gut. Perfekte Welle. Schon 4. Platz. Sehr gut. 3. Platz. Minimalziel haben wir schon erreicht. Okay, 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 okay. Ah! Dieser Ficker, ey, dieser Ficker, da hat er mir echt noch schön eine reingedrückt. Komm her, der 2. Platz ist locker drin, ne? Der 2., na los, komm. Visier mich an. Show me the best shot. Alter. Okay, wie viel brauchen wir noch? 4000? Macht's aber auch immer spannend mit seinem. Oh, das ist so wie die Snoozle-Time beim Wecker früh morgens. Furchtbar. Jawohl, 2. Platz. Komm her, der 1. Platz ist drin. Nochmal 10.000. So, okay. Er setzt den roten Marker. Das ist eigentlich ganz dankbar hier. Mal schön geradeaus durchradern. Jawohl, ja. Okay. Wenn ich die Welle überlebt habe, könnte es gewesen sein. Und. Oh, noch einmal. Komm her, wir geben sie uns. Einmal durch die. Oh, okay, die Tanke, die Marker, ne? Aber das war's. Völlig daneben gesiegt. Völlig daneben gesiegt. Und nochmal. Nee. Gut. Also, die Tanke ist wirklich. Alter. Ist er gerade freiwillig in diese Rakete reingefahren? Na, das hätte ich aber besser hingekriegt. Sehr schön. 1. Platz. So muss es sein. So, was sind die Voraussetzungen? Zerstören sich in dieser Folge noch 6 Gegner, um freizuschalten. Okay, das heißt, wir machen, so wie das letzte Mal schon, zuerst das Elite-Rennen. Und zwar mit unserem... Oder mit dem? Nee, wir nehmen den Corvetti GET RS. So, Elite-Rennen und 6 Gegner zerstören. Kriegen wir hin, oder? Das stellt uns doch nicht vor Probleme. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss mich 6-mal zerstören lassen, oder? So. Das sind natürlich wieder dieselben Dösbittel wie immer. Oder? Wie heißen sie? Raptor, Vixen, Livewire, Torpedo, The Hammer, Braum und Rick. Und natürlich XXL. Klein geschrieben. Warum ich, mich klein geschrieben habe. Nenn mich dann auch XXL, fragt mich nicht. Okay, die Jungs, die haben ein bisschen mehr Bums unter der Haube und sind ein bisschen cleverer als die anderen. Aber kriegen wir hin. Mit den richtigen Taktiken, nämlich X. Kriegen wir das hin. So, den ersten haben wir ja schon mal in die Schranken gewiesen. So, Torpedo. Wir beide sind leider schön übers Ziel hinausgeschossen. Wer will durch die Tanke fahren? Wer bietet sie freiwillig an? Rick? Achtung! So, Achtung! Achtung!
Livewire wird wahrscheinlich dagegen brettern. Oh, vierter Platz. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, wir sind schon ein bisschen weiter vorne. Aber die Jungs, die sind ganz gut. So, Rick. Komm her. Du warst so ein guter Kollege bei Lethal Rappen. Alter. Den hat es zersemmelt und da zersemmelt es mich auch. Also es reißt einen komplett natürlich aus der Steuerung raus, ne? So dass man dann kaum noch dagegen lenken kann. Der sitzt. Das gibt einen Dreifachabschuss. Der war richtig nice. Aber immer noch verdammt Platz. Was ist denn hier los? So, komm her. Jetzt müssen wir aber langsam mal die da vorne. Da ist er. Komm, gib mir mal ein Powerplay. So, komm her. Komm. Ein Stückchen zu weit weg. Ich glaube, ich sollte so ein ultimatives Mega-Powerplay benutzen. Ich glaube, das gibt es auch auf jeder Strecke. Hoffe ich. Oh, nicht auf mich. Mach mal auf die da vorne. Alter, wo kommt die auf einmal her? Yes, jetzt geht's los, Freunde. Das war so unspektakulär, dass einfach gar nichts passiert ist, oder was? Achtung! Oh Gott, warum sind die so fucking schnell? Ich habe da ein ganzes Gebäude eingerissen und trotzdem hat es nichts gebracht. So, der da vorne, Livewire, du gehst mir ein bisschen auf den Deckel. Oh! Ah, verdriftet. Los, drifte. Jetzt driftet die Karre ja nicht. Was ist denn jetzt los? Fuck! Ich krieg's hier einfach nicht hier, die Jungs. Verdammt schnell unterwegs. Das Problem ist auch, dass wir so uns in der Mitte und am Ende uns gegenseitig battlen. Und ich habe das Gefühl, die da vorne, die lassen sich einfach gegenseitig so ein bisschen in Ruhe. Yes, the hammer is smashed. Smash hammer. So, Torpedo. Irgendwie müssen wir uns jetzt mal hier einig werden. Ich bin dafür, dass du mich vorlässt. Komm, letzte Runde, Gummiband-Effekt. Gib mir eine Chance. So, wir haben nochmal ein ultimatives Mega-Powerplay. Seht den an. Das stört den gar nicht, was wir hier machen. Okay, jetzt hat es doch zersammelt. So, Livewire. Eigentlich brauche ich nur noch dich. Die Abkürzung nehmen wir gerne mit. So, let's go. Strecke wird geändert. So, was heißt das jetzt hier? Links rum. Okay, wir dürfen einmal gucken. Und ich glaube, ich habe ihn getroffen. Alles klar. So, erster Platz. What the fuck, Alter. Wir haben die vier vorne weggesammelt. So, die Abkürzung würde ich natürlich gerne... Oh, das macht wer anders für mich. Alter, der fährt einfach an mir vorbei, als wäre ich nix. Was willst du da machen? Locker, fluffig. Yes! Yes! Mit der letzten Mini-Atombombe haben wir wirklich noch den Sieg genommen. Alter, der wird sich ärgern. Der wird wahrscheinlich nicht mehr Vierter werden. Jetzt will ich sehen. Livewire, welcher Platz der wird. Richtig geil. Glückwunsch. Du hast dich qualifiziert. Für ein schönes Hubschrauber-Race. So, jetzt will ich gucken, wo ist Livewire? Vierter Platz. Alter, der wird sich ärgern. Okay, und wir sind in der Rangliste aufgestiegen auf Platz 3 und haben damit Livewire überholt. So, was machen wir als nächstes? Abendfeuer oder in die Eisen? Ja, wir können ja mal gucken. Also das ist so ein Rundenrennen, keine Ahnung, und Rennen. Ich würde mal das... Ich habe keine... Wir nehmen einfach das. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Wir machen natürlich jetzt das eine Hubschrauber-Ding noch, ne? Ist klar. Nächstes Mal bei Split Second.
Kennen wir schon. Klar, Feuer, Explosion, Schiff fällt in Wasser, alles krach, bum, bang. Geil, richtig geil. Abendfeuer, nein, wollen wir nicht. Wir wollten nochmal zurück. Geil, guckt euch das an, alles auf dem ersten. Da müssen wir natürlich das Ding jetzt hier auch noch machen. So, wie fighten wir? Wir fighten natürlich mit unserer Edelkarosse, mit dem ultimativen Rayback Bandit. So, Hubschrauber, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Das ist aber auch ein geiles Spiel. Halt damals aus der Videothek ausgeliehen. Durchgezockt an einem Wochenende. Es ist gut, dass ich es mir nochmal geholt habe für die PS3. Das ist echt geil. Es ist echt verdammt spaßig. Okay, let's go. 3 Leben sind übrig. Und wir brauchen insgesamt, ich habe 35.000 Punkte für den ersten Platz. Ja, das ist ja gar nichts. Das ist ja lachhaft. So. Erste Runde geht an uns. Zweite Runde geht an uns. So, das wäre jetzt so geil, wenn der Heli da einfach vor das Schiff fahren würde. Okay, fahre ich hier außen rum. So, jawohl. Multiplikator aktiviert. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Driften will ich jetzt nicht. Oh! Oh, Mit der Kara driften ist echt die Hölle. So, schon der 5. Platz und Multiplikator auf 3. Jetzt wird es natürlich übel hier. So, aber das war echt eine dankbare Runde. Da kam ich gut durch. 4. Platz. Jetzt zerstört er mich meistens, ne? Yes! Komm, die Runde zählt, oder? Yes, die hat gezählt. Das ist natürlich geil. 3. Platz schon. Zack. Einfach auf der Außenseite bleiben. So, sehen wir irgendwas? Ich sehe gar nichts. Okay, einfach nur außen bleiben. Hier passiert ja gar nichts. Locker flockig. Okay. Die Runde überleben, dann haben wir es, glaube ich. Multiplikator auf 3. Yes. Oh, komm, ey, die paar Punkte hättest du mir schenken können. Mach dich ab, du alter Zwitscherkopf. Er war doch gar nichts. Ja, und wieder volle Möhre rein, jawohl. Bevor ich explodiere, lieber die Kamera wegdrehen. Sehr schön. Oh, das gibt einen neuen Wagen. Wow. Sieht ja ein bisschen aus wie der Lambo Rambo. Cobretti Vortex. Ja, da werden wir natürlich mal, den werden wir uns mal genauestens angucken, was der für Werte hat. Sehr schön. So, alles auf dem ersten Platz. Alter, jetzt bin ich natürlich, in meinem Hirn ist gerade irgendwas umgeklickt, wo ich gerade denke, mach doch alles auf Platz 1. Kennt ihr das? Wenn man einfach auch für eine Klausur lernt und sagt sich, komm, lern einfach einmal so, dass du eine 1 kriegst, dass du alles weißt. Und solche unmöglichen Ziele, ja, ist für mich unmöglich. Aber wenn ich das hier sehe, so schlecht war man gar nicht. Okay, Leute, wie viele Folgen gibt es eigentlich? 12. 12 und wir sind schon in Folge 4. Da geht ja wie das Brezelbacken. Okay, das war Folge 3 von Split Second. Das nächste Mal geht's hier weiter mit Folge 4. Wow, wer hätte das gedacht? Mit Abendfeuer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.